Hallo und herzlich willkommen im Keller zur Aktuellen Stunde. Die Aktuelle Stunde geht keine Stunde, aber betrifft das Thema: In Kalifornien brennt der Wald. So, und wer ist jetzt schuld? Denn da gibt es ja halt eben jetzt diesen sehr provokanten, beziehungsweise viel diskutierten Tweet von zwei Daumen, die vermutlich in so einem weißen Häuslein an der anderen Seite von Amerika, die so am wenigsten von, wie überhaupt nur irgendwie möglich, von diesem Feuer betroffen ist, ne? Da haben so zwei Daumen auf einem Dutch-Teil, wie der Bayer sagt, also ein Smartphone wahrscheinlich, herumgedrückt. Und dabei sind dann so Dinge bei rausgekommen, wie eben die Behauptung, dass der Brand da jetzt diese vielen großen Waldbrände, wo auch schön reihenweise Leute sterben und die massenhaft Schaden anrichten, insbesondere so lustige Villen abbrennen. Okay, kein Mensch braucht die Villen. Das tut mir sowas von überhaupt nicht leid, dass diese scheiß Villen da abbrennen. Aber der gesamtökonomische Schaden ist schon relativ groß. Ja, folgendes. Der Trump hat halt eben entsprechend getwittert, dass der einzige Grund ist, weshalb es in Kalifornien brennt, das schlechte Forest Management. So, und damit ruft er natürlich mich auf den Plan, weil im Gegensatz zu ihm kann ich das beurteilen. Yay! So, und das heißt, wir klären jetzt eben mal besagte Frage. Interessant ist in diesem Zusammenhang übrigens noch, dass solche Extremereignisse wie eben ein Großbrand oder ein Tsunami oder ein Erdbeben nicht, aber ein sonstiges Windereignis, sage ich jetzt mal, Dürreperioden, Kälteperioden, all sowas wird ja immer gerne instrumentalisiert, um entweder, also im Fall von Kälteperiode, zu sagen, aha, es ist kalt, das bedeutet, es gibt keinen Klimawandel. Oder, wenn es heiß ist, dann, ah, es ist heiß, das bedeutet, der Klimawandel ist schuld. Ohne den Klimawandel wäre es jetzt nicht heiß. Würden wir was gegen den Klimawandel tun, dann wäre es jetzt nicht heiß. So, und beide Aussagen sind streng genommen falsch, auch wenn mir die eine sympathischer ist als die andere. Man sollte aber wirklich nicht versuchen, einzelne Wetterereignisse zur Instrumentalisierung von Klima zu verwenden. Dann hat man nämlich nicht verstanden, was Klima ist. Klima ist ein langjähriges Mittel. Wenn ein Ereignis eintrifft, dann kann kein Mensch sagen, ob das jetzt nun ein natürliches Ereignis ist, das von dem Teil des Klimas, der unbeeinflusst ist, von anthropogenen Faktoren initiiert wurde, oder ob das jetzt eins ist, das so nicht stattgefunden hätte, wenn es keine anthropogene Beeinflussung des Klimas gäbe. Jede Spekulation in die eine oder andere Richtung ist halt einfach Mumpitz. Das kann kein Mensch sagen. Also, Klima, nochmal zum Mitschreiben, das ist der langjährige Mittelwert sozusagen. Das ist wie, als ob man jetzt, nehmen wir Beispiel München. Angenommen, in München hätten wir heute 12 Grad, so, als Tagesdurchschnittstemperatur. Wenn ich jetzt da noch wohnen würde, oder zumindest in der Nähe, ne, in München selber habe ich nie gewohnt, Gott sei Dank, viel zu teuer, jedenfalls. Angenommen, ich würde da jetzt reinfahren und stelle mich auf den Marienplatz zur Mariensäule und brüll da in die Wänge: Leute, ich sage euch, die Temperatur heute beträgt 14 Grad, das langjährige Mittel ist aber nur 12, das ist der Klimawandel. Damit ist bewiesen, der Klimawandel existiert. Dann erklärt man mich völlig zu Recht als Vollidiot und schmeißt mich hoffentlich in die Isar. Wenn ich aber auch gleichfalls, ist es halt genau so und sollte so gehandhabt werden, wenn ich mich jetzt hinstelle und erzähle: Leute, ich sage euch, aktuell haben wir 10 Grad und das langjährige Mittel ist 12. Das bedeutet, es gibt keinen Klimawandel. Genau so ein Schwachsinn, ne? Und im Grunde ist das wirklich exakt genau das Gleiche, wenn man hingeht und ein anderes Extremereignis, also ein wirkliches Extremereignis nimmt. Sowohl extreme Kälteeinbrüche, die dann immer genützt werden, um zu sagen, dann gibt es nicht Klimawandel, es wird überhaupt nicht wärmer, stimmt gar nicht. Und gleichzeitig eben dann, wenn es mal super heiß ist, okay, es ist jetzt gerade heiß, das heißt, es gibt es einen Klimawandel. Das ist beides so hanebüchender Blödsinn, dass ich leider, da dem Gouverneur von Kalifornien widersprechen muss, auch wenn er grundsätzlich mit seiner grundsätzlichen Aussage durchaus meine Zustimmung bekommt, darf man das so nicht sagen, weil das einfach nicht dazu geeignet ist, beziehungsweise, weil sich dann die Leute, die es begriffen haben, auf das Niveau derjenigen herabbegeben, die es nicht begriffen haben.
begriffen haben und mit nicht wissenschaftlichen Argumenten wissenschaftlich erklärbare Phänomene zu erklären versuchen, was nicht funktionieren kann. So. So viel zu diesem kleinen Exkurs. So klein war es gar nicht, aber trotzdem war er notwendig. Und jetzt können wir uns wieder der Frage widmen, ist denn jetzt wirklich das Forstmanagement in der Lage, diesen Waldbrand zu verhindern, oder liegt der am, und jetzt kommt's, Wetter. Nicht Klima, Wetter. So, ne? So, jetzt. Also, wir haben in Kalifornien diverse sehr eindrucksvolle Beweise rumstehen, dass es da schon immer Waldbrände gegeben hat. Diese Beweise heißen Mammutbaum. Die sind sehr eindrucksvoll, stehen da rum und können sich interessanterweise nur dann vermehren nach einem Waldbrand. Weil nur dann oben in den Kronen, die sehr weit oben sind und deswegen auch relativ immun gegen Feuer, der Stamm selber ist auch immun gegen Feuer, da ist so eine dicke Borke drum, passt gar nicht ins Bild, die Borke, die da drum rum ist, die isoliert wunderbar und ist fast nicht brennbar, außer man hilft nach, aber normalerweise nicht. So, und diese sorgt halt dafür, dass diesen Bäumen wirklich bei egal wie riesigem Waldbrand nichts passieren kann. Also selbst wenn jetzt dadurch diese Redwoods es durchgebrannt hat, was ich nicht weiß, dann wäre denen wahrscheinlich nichts passiert. Dafür kommen jetzt die Samen entsprechend runter, weil die dann von der Hitze oben quasi austrocknen, aufgehen und die Samen fallen runter. Das heißt, dieser Baum ist für seine Vermehrung auf Feuer angewiesen. Und daraus können wir wirklich ganz zweifellos schließen, dass es Feuer immer gegeben haben muss. Das ist ein untrüglicher Beweis. Sonst könnten diese Bäume nämlich gar nicht existieren ohne Waldbrände. Das heißt, die letzten 2000 Jahre oder wie lange die da jetzt schon stehen, keine Ahnung, die sind, glaube ich, noch mal teilweise sehr viel älter, weiß ich nicht auswendig, müsste ich nachlesen, hat es da immer schon Waldbrände gegeben. In Kalifornien. Und auch seit Menschengedenken hat es da schon immer Waldbrände gegeben. Jetzt sind diese Waldbrände denn jetzt nun entsprechend viel, 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 viel schlimmer als sonst. Dazu muss man jetzt noch den Faktor hinzufügen, wie definiert man denn, wie schlimm so ein Waldbrand ist? Nur über die Fläche? Okay, das kann man sicherlich ganz einfach machen und das wäre auch eine gute Überlegung, da dann mal eben entsprechend das Ganze mit allen anderen Waldbränden, die es da so bisher gegeben hat, zu vergleichen. Das hat jetzt bisher, zumindest in den Medien, die mir zur Verfügung stehen, noch keiner getan. Da müsste man jetzt noch ein bisschen länger warten. Außerdem muss ja erstmal alles fertig gebrannt sein, dass man da endgültige Aussagen treffen kann. Es brennt ja immer noch, also zumindest zum Zeitpunkt dieses Videodrehs. Wenn man hingegen jetzt hingeht und die Größe des Feuers über den verursachten Schaden definieren möchte, dann ist das auch nicht wirklich repräsentativ, weil ja immer mehr Fläche bebaut wurde. Wenn man jetzt also ein Feuer von meinetwegen 1920 sich anguckt, das in Richtung Städte, direkt an der Küste gelegen, sich vorgewütet hat, dann hat das logischerweise aufgrund der noch deutlich niedrigeren Besiedlung bis zu den Städten selber deutlich weniger Dörfer angetroffen. Da wird ja immer gebaut und gebaut und gebaut, insbesondere in einem vergleichsweise reichen US-Bundesstaat wie Kalifornien. Und es kommt noch erschwerend dazu, dass wenn man jetzt rein die Kosten betrachtet, bei diesem Großbrandereignis, was wir jetzt ja gerade haben, auch ein Haufen Promi-Villen abgebrannt sind. Um die ist es zwar wirklich überhaupt nicht schade, so wirklich gar nicht, das tut mir nicht mal so, von wegen, ich finde das eher noch lustig. Also, wer braucht bitte eine Villa? Hat irgendjemand das Bedürfnis, eine Villa zu haben? Ich finde, nein. Sollte jemand eine Villa haben? Nein. Außer vielleicht ein Staatsoberhaupt. Oder irgend so jemand, der eine gewisse Repräsentanz durch einen gewissen Wohlstand ausströmen muss, um damit irgendeinen gemeinnützigen Zweck zu erfüllen. Ganz bestimmt nicht ein Brad Pitt oder sowas, auch wenn ich den einen guten Schauspieler finde und so weiter und auch seine Filme theoretisch ganz gerne angucke und so weiter. Aber braucht der eine Villa? Nö. Meiner Meinung nach nicht. Und auch Thomas Gottschalk braucht keine und dementsprechend ist es auch nicht so schlimm, dass seine abgebrannt ist. Das kann ich wirklich nicht sagen, dass mir das in irgendeiner Form am Arsch vorbeigeht. Ne? So, jedenfalls, wenn Villen betroffen sind, steigt die Schadenssumme gleich natürlich ganz ins Unermessliche und das ist überhaupt nicht zu vergleichen als 1920, als dann Haufen Holzhäuschen entsprechend abgebrannt sind. Okay, also das ist das eine. Dass wir also noch nicht so ganz sagen können, ist das jetzt wirklich so ein krass großes Feuerereignis oder ist es einfach nur am falschen Ort sozusagen? Wahrscheinlich ist es schon eins der größeren. Ne? Dafür kann man schon sagen, dass es auf jeden Fall ein sehr großes ist. Ob es jetzt das größte ist? Gut. Die nächste Frage ist jetzt, wer ist also jetzt entsprechend schuld an diesem Feuer?
wer hat es denn gelegt, müssten wir erstmal überlegen. Und da kommt jetzt bei der Trockenheit, die geherrscht hat beim Einsetzen der Brände, jede erdenkliche Feuerquelle in Frage. Jedes auch noch so kleine Ereignis, das in irgendeiner Form einen Funken auslösen könnte, könnte die Ursache der verschiedenen Brandherde, sind ja mehrere, entsprechend gewesen sein. Beispiel, irgendein Funken einer Oberleitung, wo sich aus irgendwelchen Gründen mal ein Funken gebildet hat, der fällt runter und schon brennt. Ich weiß nicht, wie das genau funktioniert, aber habe mir sagen lassen, dass das wohl mal vorkommen kann, dass sich da mal ein Funke bildet. Jemand fährt Auto und im Auto ist irgendein loses Blechteil, schleift ein kleines Stückchen über den Asphalt oder er fährt über irgendeinen Hubbel zu schnell und schleift mit dem Unterboden ein kleines bisschen auf dem Asphalt. Es bildet sich ein Funken, fällt ins hohe Gras, ins super trockene, extrem trockene hohe Gras und wir haben den Waldbrand. Oder tatsächlich eben das, was keiner so richtig aussprechen möchte, wirklich Brandstifterei, einfach weil jemand ein Idiot ist. Idioten gibt es genug auf dem Planeten, insbesondere, na, darf man nicht sagen, aber tendenziell gibt es natürlich auch Idioten in Amerika. Es wäre unfair zu behaupten, dass es da mehr davon gibt als woanders. Das wäre wirklich, wirklich unfair. So, und jetzt wissen wir es nicht. Die Ermittlung der Brandursache, auch wieder Stand zum Dreh dieses Videos, läuft auf Hochtouren, aber bisher hat man jetzt noch nicht herausgefunden, woran das jetzt gegebenenfalls gelegen haben könnte. Leider ist ja auch immer eine häufige Ursache, so mal auf den Kanaren passiert, dass irgendwelche Wildnisabenteurer, zu denen ich mich ja leider auch zählen, also was heißt leider, eigentlich Gott sei Dank, das ist ja auch eine wichtige Sache, dass man da auch mal reingeht in die Wildnis und das erlebt und dann rauskommt und berichtet, wie toll es da ist und dass die schützenswert ist und sowas. Aber leider, leider, jemand, der es richtig machen wollte, hat ja beim Versuch, sein Klopapier zu verbrennen, was an sich eine gute Sache ist, die halbe Kanarische Insel da abgefackelt. Ich weiß nicht mehr, welche es war. Also, immer so eine gewisse Sache. Gut, soviel zur Ursache. Beziehungsweise zur Entzündungsursache. Die Ursache, dass es da jetzt so schön brennen kann, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Und wie ich ja schon erwähnt habe, hat es in Kalifornien schon immer gebrannt. Weil da gibt es auch schon seit immer, zumindest soweit wir es zurück rekonstruieren können, die Sant'Anna-Winde. Oder Sant'Anna, ich weiß es nicht genau, wie man das jetzt exakt ausspricht, beziehungsweise wie es in Deutschland genannt werden würde. Das sind Winde, die dadurch entstehen, dass neben Kalifornien, ja, Kalifornien ist ja dieses schräge Land sozusagen, also hier unten ist das Meer und dann geht es hier den Berg hoch und da oben ist Hochplateau. Ne? Und diese ganzen Wälder, die brennen, die sind hier am Berg und natürlich auch ein Stückchen unten. Und ganz unten wohnen die Leute. Und wenn es dann oben anfängt zu brennen und sich nach unten vorbrennt, dann irgendwann sind immer mehr Leute betroffen, weil manche Leute wohnen natürlich auch in der Mitte. Ganz grob formuliert natürlich, wer sich da wirklich überhaupt nicht auskennt. Gut, und oben, wie gesagt, über diesem Hang, der sich Kalifornien nennt, da befindet sich Utah unter anderem. Und da gibt es halt riesige Wüsten und Halbwüsten und jede Menge Platz. Und bei diesem jede Menge Platz gibt es leider, leider ein Problem. Dieser Platz ist nämlich so leicht schräg Richtung Kalifornien. Und deswegen fließt von da so nach und nach und im Grunde erstmal saumäßig langsam, aber gerade dann, wenn es langsam Herbst wird, wenn der Herbst in den Winter überzugehen beginnt, die ganze aufgeheizte Luft auf den Sommer fließt dann da so langsam runter, kann man sich so ungefähr vorstellen. So, und jetzt ist es leider so, dass die beim Runterfließen, beim Höhenmeter verlieren, sich ja wieder weiter aufheizt, weil unten ist es tendenziell noch etwas wärmer, ganz einfach formuliert. Das ist der eine Faktor, der dazu führt, dass wir es mit trockener Luft zu tun haben. Der zweite Faktor ist, dass Luft, die sich aufheizt, generell sich ausdehnt. Und wenn sich Luft ausdehnt, dann sitzen die einzelnen Luftmoleküle weiter auseinander. Und dann ist mehr Platz für Wassermoleküle zwischen den Luftmolekülen. Das heißt, Luft, also meinetwegen ein Kubikmeter Luft, in dem, sagen wir mal, 100 Milliliter Wasser drin sind. Wenn sich dieser Kubikmeter Luft jetzt erwärmt, dann dehnt er sich aus, dann ist er kein Kubikmeter mehr, sondern von mir aus zwei. Und dann haben wir pro Kubikmeter Luft dann bloß noch 100 Milliliter Wasser drin. Das heißt, wir haben weniger relative Luftfeuchtigkeit. Die nennt sich nämlich genau so. Und
Wasser kann aus der Luft nur dann als Tau, als Niederschlag, als was wirklich Nassmachendes austreten, wenn die relative Luftfeuchtigkeit 100% übersteigt. Weil dann ist mehr Luft, Wasser in der Luft, als die Luft aufnehmen kann sozusagen. Und dann bekommen wir Tau, Nebel, Regen, je nachdem, wo sich jetzt gerade unsere Luft befindet. Blöd ist jetzt halt eben deswegen so ein warmes Luftpaket, weil da unglaublich viel Wasser reinpasst, ohne dass es jemals irgendwas nass macht, diese Luft. Heißt, selbst wenn es noch ein bisschen Restwasser gegeben hat, selbst wenn es da oben in Utah mal ein bisschen geregnet hat und die Luft ein bisschen feucht geworden ist, durch ihren Weg, über den sie sich aufheizt, wird sie purztrocken. So, und jetzt kommt noch erschwerend dazu, dass es da einen Haufen Canyons gibt. Die spielen auch nochmal eine Rolle. Und diese Canyons, da fließt jetzt auch wieder unsere Luft durch und wird in diesen Canyons quasi beschleunigt, weil die ja immer enger werden und dann drückt diese Luft so richtig mit Karacho sozusagen runter ins Tal. Und wir kriegen letztendlich eben diese Santana-Winde, diese heißen Fallwinde von oben, die den Hang runterströmen. Oft eben noch entsprechend auch mit Wüstenstaubpartikeln und so weiter. Es gibt Satellitenaufnahmen, da kann man richtig sehen, wie über Kalifornien hinweg quasi richtige Staubwolken gepustet werden, die dann aufs Meer raustreiben und da sieht man sie dann wunderbar. Also da gibt es ganz tolle Aufnahmen, die eben diese Santana-Winde entsprechend dokumentieren und die treten immer im Herbst, Spätherbst bis beginnender Winter, irgendwo so da treten die auf. Das ist tatsächlich ein Phänomen, das kann man jetzt nicht wirklich mit dem Klimawandel in Verbindung bringen. Das ist schon immer da gewesen, soweit wir das wissen, ein normaler Prozess. So. Das per se führt auch immer dazu, dass immer mal wieder so der eine oder andere Waldbrand möglich ist. Denn was braucht Feuer, um schön zu brennen, weiß jeder, der schon mal ein Feuerchen gemacht hat. Es braucht Sauerstoff, es braucht Brennstoff und es braucht Temperatur. Gut, Sauerstoff ist mit Wind so richtig krass gegeben, ne? Der pustet da so richtig rein. Das ist wie wenn wir unser Feuer anblasen. Dann haben wir Temperatur sowieso auch, weil es sind ja heiße Fallwinde. Ne? Auch nochmal schön. Es wird also nochmal so richtig schön warm, wenn dieser Wind dann ankommt. Ist quasi ein Föhnwind. Wer Föhn kennt, wer bei München wohnt, weiß das. Da kommt ja auch immer mal gerne von den Alpen runter und alle Welt kriegen Kopfweh. Und alle haben Migräne und so weiter. Das kommt also noch dazu, Temperatur auch gegeben. So, und jetzt ist die Frage mit dem Brennmaterial. Und wenn wir jetzt den Sankt-Anna-Wind als natürlichen Prozess, der quasi immer auftritt, wahrnehmen wollen, machen wir als spaßeshalber einfach der Vereinfachung halber mal so. Natürlich ist die Intensität von dem Sankt-Anna-Wind unterschiedlich. Mal in einem Jahr mal mehr, dann mal wieder weniger, dann mal fast gar nicht, dann mal extrem und so weiter. Und vielleicht gibt es da sehr wohl auch einen Einfluss vom Klimawandel, das kann ich mir schon gut vorstellen, aber tut erstmal gar nichts zur Sache. Was noch erschwerend dazu kommt in diesem Jahr, ist, dass Kalifornien jetzt mehrere trockene Jahre in Folge hatte. Heißt, was da mal ursprünglich an grüner, schöner, toller Pflanzenmasse da ist, ist inzwischen alles derart durchgetrocknet, dass das nicht mehr schön ist. Und damit wäre jede Menge Brennmaterial grundsätzlich erstmal vorhanden. Das wäre jetzt aber nicht so schlimm, wenn sich dieses Brennmaterial über viele, viele Jahre angehäuft hätte. Dann könnte man jetzt tatsächlich den Trump machen und vermuten, dass jetzt schlechtes Feuermanagement dran schuld ist, dass es brennt. Weil, wenn sich das trockene Material über viele, viele Jahre angehäuft hätte, dann hätte man auch viele, viele Jahre Zeit gehabt, um entsprechende Maßnahmen zur Verhinderung eines großen, großen Waldbrands, der dann früher oder später durch die bekannten Sankt-Anna-Winde ja irgendwann entsprechend entstehen muss, hätte man verhindern können. So, man hätte zum Beispiel riesige Schneisen in die Wälder ziehen können, an denen man alles brennbare Material entfernt. Also so richtig schön mit dem Flug da, sämtliches Material, dass du nur Sandschneisen hast. Notfalls, wo kein Sand drunter oder sonst wie, hätte man sogar noch Sand streuen können. Mit dem ach so furchtbar vielen Geld, was die Kalifornier ja von Seiten Trump anscheinend bekommen haben, hätten sie das theoretisch machen können und dann hätte man auch tatsächlich erwarten können, dass die Waldbrände etwas weniger deutlich ausfallen, eben durch diese vielen, vielen Feuerschutzschneisen, die man dann im Wald hätte ziehen können. So, und jetzt hat man auch gemacht.
Hat man gemacht. Feuerschutzscheißen sind schon da. Ne? Das ist nicht so, dass die blöd sind, die Kalifornier, und keine Ahnung haben, dass es bei ihnen eventuell brennen könnte. Das wissen die schon. Und das weiß auch die entsprechende Forstverwaltung. Und die haben auch alles Menschenmögliche getan, um da eben entsprechend diese Schutzscheißen, so gut man es irgendwie machen kann, anzulegen. Man kann ja auch nicht den kompletten Wald roden, nur weil er brennen könnte. Das ist ja auch keine Option. Das will ja auch keiner. Ein Großteil von Kalifornien lebt ja auch aus der Forstwirtschaft. Das ist da durchaus, mal abgesehen von den ganzen Hightech-Firmen, die da ja auch alle sitzen, also sprich Microsoft, Apple und so weiter, ist das ja durchaus eine der großen Einnahmequellen der Region, die Forstwirtschaft. Also das ist auch nicht so richtig eine gute Idee. Ja, und wenn es um Geld geht, dann ist doch normalerweise der mit den Daumen, ne, der in seinem weißen Häuschen hockt hinter seinem Schreibtisch und mit seinen Daumen arbeitet, leider nur mit denen, seltener mit dem, aber das ist jetzt eine böswillige Unterstellung von mir. Jedenfalls, da sollte dem doch dran gelegen sein, dass man Geld verdient. Geld scheint ihm nicht ganz unwichtig zu sein. Ja, jetzt ist halt die Frage, jetzt wo er doch so viel Geld nach Kalifornien geschickt hat, hätte man mit dem Geld das also nicht entsprechend lösen können, das Waldbrandproblem. Am besten wäre man vielleicht mit einem Geldbläser hingegangen, also so einen großen Kanister hinten auf dem Rücken und vorne so ein schönes Auspuffrohr und dann das Geld ins Feuer pusten. Dann geht das Feuer bestimmt aus. Also wenn es Münzen sind, genug davon, ja, irgendwann ist es schon zugedeckt. Wäre eine Option gewesen. Hat man nicht gemacht. Vielleicht war das der Fehler. Vielleicht hat dann Trump dann doch recht. Nee, jetzt mal Spaß beiseite. Warum brennt's da? Wir hatten ein nasses Frühjahr. Nasses Frühjahr nach mehreren Jahren der Trockenheit. Die Vegetation ist hochgeschossen bis zum geht nicht mehr. Alles ist gewachsen, was das Zeug hält. Und es hat so richtig, richtig viel geregnet. Und überall wurde es grün, überall hat es gesprießt. Überall war alles wirklich wunderbar, grüne Hölle, wenn man so möchte. Also im positiven Sinn diesmal natürlich. So, und das Dumme war, dann war die Frühjahrsfeuchtigkeit zu Ende. Und was gab es dann? Einen scheiße trockenen Sommer, so wie bei uns. Nur halt noch trockener, tendenziell. Und damit ist sämtliches, was da gerade eben hochgeschossen war, wieder ausgetrocknet. So, jetzt kann man sehr wohl von der kalifornischen Forstverwaltung verlangen, dass die innerhalb von vielen Jahren Dürre diese Korridore frei halten von Vegetation, dass da kein Feuer überspringen kann auf den nächsten Bestand. Was man von denen aber nicht erwarten kann, ist, dass sie schaffen, alle jetzt wieder zugewachsenen Korridore, weil es gewachsen hat ohne Ende, innerhalb von ein paar Monaten wieder komplett vegetationsfrei zu bekommen. Ne? Alles mit dem Traktor abzufahren und so weiter und so fort. Das ist schlicht und ergreifend nicht menschenmöglich, nicht mit dem vorhandenen Personal. Man hätte also aus komplett Amerika Forstmänner oder Leute, die einen Traktor bedienen können oder sonst was, nach Kalifornien importieren müssen, um da tatsächlich das viele, viele Geld, und so viel ist es jetzt auch nicht, die müssen ja haben noch andere Ausgaben, die können nicht alles nur für Feuerschutz ausgeben. So viel Kohle zahlt denen Trump auch nicht. Das ist nämlich auch Quatsch. Dann hätte man wirklich unglaubliche Kosten gehabt, um dann zu verhindern, dass da jetzt wieder Vegetation auf diesem Brandschutzstreifen steht. So, das ist einfach nicht menschenmöglich. Das geht nicht. Und das weiß der Herr Trump nicht. Der Herr Trump weiß nicht, dass wenn die Natur loslegt und die Natur sämtliche negativen Sachen, die sie uns so schicken kann, alles zusammenschmeißt und uns das alles schickt, dass wir dann keine Chance haben. Das weiß der Herr Trump nicht. Der Herr Trump denkt, wenn man genügend Geld hat, dann kann man damit alle die Natur besiegen. Ne? Das denkt der Trump. Oh, es hängt nur vom Geld ab. Und der hat ihnen ja genug Geld gegeben. Also so interpretiere ich zumindest die Situation. Also, fassen wir zusammen. Ist ein Waldbrand zu verhindern unter den Bedingungen, die wir da hatten, mit der aufschießenden und dann sofort verdörrenden Vegetation innerhalb kürzester Zeit, die dann brennt wie Zunder im kompletten Wald? Wenn dann auch diese heißen Winde runterkommen und es dann einen Funken gibt, nein, absolut unmöglich. Kann man technisch nicht machen. Da
ist es wirklich vorprogrammiert gewesen, dass es da brennen muss? Und dann kommt ja noch erschwerend dazu, wie die Feuerwehr anmerkt, als Reaktion auf den Tweet vom Trump, dass die ja erstmal damit beschäftigt waren, die Leute in Sicherheit zu bringen, was vielleicht nicht ganz falsch ist, ne, die Leute evakuieren. Und das ist auch nicht einfach. Man will ja nicht unbedingt sein Haus den Flammen überlassen. Ne? Da gibt es ja schon den einen oder anderen Sturkopf, was ich schon verstehen kann, der dann der Meinung ist, er kann jetzt mit seinem Schäufelchen im Garten noch einen Schutzgraben um sein Haus ziehen und dann brennt sein Haus nicht ab, während da das Inferno quasi anrückt. Und Inferno ist eine ganz schöne Bezeichnung. Und dann dauert das, bis man die Leute evakuiert hat, bis man die wirklich überzeugt hat, dass sie mitkommen. Und man will dann ja auch keinen zurücklassen, insbesondere wenn man so einer von diesen Helden von der Feuerwehr ist und diese Bezeichnung ist schon ziemlich zutreffend. Was die da leisten, ist unglaublich. Ein Grund mehr, weshalb es wirklich umso schlimmer ist, dass der Trump einfach da mal sagt, das Wort Management ist scheiße und dass sich die Feuerwehr dann entsprechend drüber aufregt und sicherlich auch viele Bürger, hoffe ich zumindest, dass er die Feuerwehr quasi damit indirekt auch angreift. Das kann ich alles sehr, sehr gut verstehen. Ne? Und bis die dann wirklich zum Löschen kommen, wenn dann alle Leute in Sicherheit sind, dann sind die Brände natürlich schon entsprechend groß. Man muss sich das wirklich so vorstellen, dass als ob man ein Lagerfeuer macht mit gefühlt unendlich Brennstoff drumherum und dann pustest du da wirklich mit einem Föhn volle Kanne mit so einem, keine Ahnung, 3000 Watt Föhn in dein Feuer rein. Und wer sowas auch nur mal ansatzweise ein bisschen ausprobiert hat und weiß, welche Auswirkungen ins Lagerfeuer pusten, so richtig gezielt schön in die Glut reinpusten, vielleicht auch noch mit so einem Pusterohr, das benutzen ja auch gerne mal viele, was für eine krasse Auswirkung auf das Feuer das hat. So, und jetzt stellt euch das mal, keine Ahnung, 1 Million vor. Von der Intensität der Luft, die da reingetragen wird, dann ist es wirklich nicht verwunderlich, wie riesig diese Waldbrände sind, was für ein Inferno da herrscht. Und was will man dagegen bitte machen? Ne? Mit der Feuerklatsche ein bisschen drauf rumklatschen? Selbst da können sie jedes Löschflugzeug von Nordamerika drüber fliegen lassen, das Wasser verdampft, bevor es beim Feuer ankommt. Das ist völlig hoffnungslos. Man kann da wirklich nur noch riesige Schneisen in die Landschaft ziehen, weit, weit vorm Feuer und dann halt wirklich diese vegetationsfrei halten und dann hoffen, dass das Feuer nicht so riesig ist, dass die Hitze die Vegetation hinter der hinter dieser Schneise eben entsprechend trotzdem in Brand setzt, einfach durch die Hitze. Das sind ja 5, 6, 700 Grad oder was, was da im riesigen Abstand zum Feuer wohlgemerkt immer noch herrscht. Also, heida, heißer Hopsasa. Kein Geld der Welt kann das verhindern. Kein Forstmanagement der Welt hilft da noch was. Das ist wie Orkan Lothar. Bei Orkan Lothar, nur dass wir halt eben niemanden hatten, der da gesagt hat, das Forstmanagement wäre schuld. Bei 220 km/h Windgeschwindigkeit Spitze bleibt kein Baum stehen. Da bleibt einfach kein Baum stehen. Da müsste man vorher schon ein riesiges Betongestell um den Baum stellen, damit der Baum stehen bleibt. Dann hat man aber auch nichts mehr vom Baum. Also das ist einfach unmöglich. Es gibt Naturkatastrophen, da ist einfach zappenduster. Da muss Mensch erkennen, da kann Mensch nichts, überhaupt nichts machen. Das Einzige, was er dann noch machen kann, ist abhauen und wiederkommen, wenn es vorbei ist und die Trümmer aufsammeln. So, ich glaube, das langt zu dem Thema. Macht's gut und hoffen wir, dass uns die Waldbrände, die großen Verheerenden, erspart bleiben. Die gute Nachricht, europäische Mischwälder brennen normalerweise nicht. Normalerweise. Ne? Und wenn dann doch, dann nur sehr auf kleiner Fläche. Das müsste schon, es ist sehr unwahrscheinlich. Es ist unglaublich unwahrscheinlich, außer ein Fichtenforst. Ein Fichtenforst kann brennen, ein Kiefernforst erst recht. Aber ein gesunder Laubmischwald, der brennt so gut wie gar nicht. Da müssen wir uns keine Sorgen machen. Also Waldbrand bei angepasster Forstwirtschaft, großflächig angepasst. Aber wir sind dabei. Wir sind dabei. Der Trend geht definitiv in die richtige Richtung. Müssen wir uns, was das angeht, in Deutschland keine Sorgen machen. Was Kalifornien in Zukunft tun muss, weiß ich nicht. Doch noch eine Ergänzung. Was ich auch mal gehört habe, ja, die haben die falschen Baumarten gepflanzt. Nee, haben sie nicht. Das sind zwar Nadelwälder, aber die sind da natürlich. Da waren schon immer Nadelwälder. Man müsste also wirklich alle natürlichen Gehölze quasi abhacken, komplett roden und stattdessen irgendwas nicht Brennbares hinpflanzen, was da wahrscheinlich im Übrigen gar nicht gut wachsen würde.
diese Wälder sind sehr, sehr, sehr naturnah noch in großen Teilen und haben eine spezielle Anpassung an ihren Lebensraum. Da völlig andere Baumarten hinzustellen, wäre wahrscheinlich eine ziemliche Katastrophe. Da würde dann lange, lange, lange Zeit nichts wachsen und sich früher oder später wahrscheinlich sowieso wieder Nadelholz etablieren. Also auch das ist keine Lösung, ne? Dass man sagt, Nadelholz brennt so gut. Das ist das Problem. Ja, gehört da halt hin. Und es gibt ja auch viele einheimische Nadelholzarten, die eigentlich an Feuer angepasst sind und es gewöhnt sind, abzubrennen. Also daran kann es wirklich nicht, das kann man wirklich nicht als mögliche Lösung heranziehen. Zumindest nicht nach meinem forstlichen Kenntnisstand, der immer noch, also so arrogant bin ich, der erheblich höher ist als der von dem Typ mit den Daumen. Ne? Tschüss.